Team Hirscher ist auf jeden Fall ja, meiner Meinung nach schon für mich der Schlüssel zum Erfolg. Meine Aufgabe ist natürlich unter anderem auch in Marcel immer wieder Reize zu setzen. Da habe ich eigentlich eher versucht, mit dieser eisigen Pisten und mit der Kurssetzung eher ein bisschen ja, einen Kick zu geben. Genau. 40,99. 41,90, 41,22, 40,90, 41,04. 41,08. Im Prinzip ist es so, der Marcel und ich sind von Kindheit an schon gemeinsam unterwegs bei den verschiedensten Rennen. Meine Rolle in dem Team ist einfach ein bisschen das Ganze zu überwachen, ist der falsche Ausdruck, aber da vielleicht meine Erfahrung, was ich im Laufe der Jahre aufgebaut habe, einzubringen, damit das ganze Team in Kombination mit den Trainern und mit dem Service einfach das Maximum auserwählen kann. Man muss das strikt trennen, das Familienleben und das sportliche Leben. Das sind zwei Paar Schuhe, sage ich mal. Und da muss man schon, das muss man einfach trennen. Geht halt dann weiter auch mit den ganzen Videoanalysen. Marcel fährt gleich heim. Ich spiele das ganze Zeug ein, das Uploaden. Er schaut sich an, ich schaue mich an, der Pferdl schaut sich an. Der Edi, ja, wenn es sein muss, schaut auch kurz drüber. Aber der hat zum Teil, dass er die Ski auf Vordermann bringt, wieder meistens für den nächsten Tag schon. Und danach funken wir uns zusammen und besprechen das ganze Training, wie es da heute stattgefunden hat. Und bereiten uns neu auf den nächsten Tag vor. Ja, grundsätzlich, der Marcel probiert sowieso sehr viel und sehr gern. Und wenn es nötig ist, dann ist sowieso der Aufwand sehr groß. 10 Paar Ski hat man mit, meistens. Da ist ja nicht nur der Rennski gebraucht, da hat man vorher noch eine Hangbefahrung. Da braucht er einen Ski, nachher zum Einfahren und Besichtigen braucht er einen Ski. Man braucht einen eigenen Ski, wo er zum Start hinkommt, weil es da meistens ein bisschen steinig ist. 5-6 Ski hat man da am Rennen schon im Einsatz und die werden halt am nächsten Tag dann wieder hergerichtet, wieder geschliffen. Da wird die Bindung, die Platten wird runtergenommen vom Ski. Dann werden sie in der Schleiferei wieder neu strukturiert. Dann müssen wir die wieder praktisch mehr oder weniger richtig rennfertig herrichten, dass wir für das nächste Training wieder parat sind. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir das alle wollen, den bedingungslosen Einsatz haben. Und ich glaube einfach, dass das schon mitunter der Punkt ist, wo man sagt, okay, das macht ein richtig geiles Team aus.